für den Carlo. Alles Gute. Hoffmann, Herr Litter, 15 Uhr, 14 Uhr. Jetzt wieder ein ganz interessantes Auto mit der Startnummer 6, glaube ich, jawohl, der Horst Schirle. 80 PS und 1500 Kubik, ein wahnsinnig schöner Engländer. Thank you.
Vielleicht hast du schon gesehen, wie die Frau konzentriert auf die Uhr. Ja? Ja. Machen wir zur Erinnerung alle halben Minuten. Aber das werden wir helfen, die coolen Null. Die Frau konzentriert auf die Uhr. Ja. Ja. Nochmal zur Erinnerung alle halben Minuten. Aber das werden wir helfen, die coolen Null. Das Auto war bei Dennis selbst. Ja, er hat alles drinnen, was er außen illegal schneller kann. Das ist gut. Alles drinnen, was außen illegal schneller kann. Das ist gut. Da glaube ich, war die Schwester von Sterling Moske. Und der Mutter gespannt auf einen armen Hühner.
alles Gute, Mädels. Und die Stadt Nummer 33 gehört der Nummer 3 Hochstadler. Das ist
heute wassergekühlte Bursche. Heute wassergekühlte Bursche. Das haben wir gleich gestartet. Und das Auto, der ganze Wagen ist immer noch so, wie es ausgeliefert wurde. Der Auto hat ja nicht geklappt, also nicht geklappt, das Auto. Und das Auto, man glaubt es ja gar nicht, ist immer noch so, wie es ausgeliefert wurde. Mit dem Auto hat man nichts gemacht, außer nicht was zu tun. Ich war mir gerade nie noch so glücklich. Das ist nicht so möglich. Jeder fünfte davon ist als Rennwagen gebaut worden. Aha. Und daneben passt der Thomas auf. Jeder fünfte davon ist als Rennwagen gebaut worden. Aha. Ein seltenes Fahrzeug jetzt, Andreas. Das ist ein Hotelier-Fahrzeug. Der Ölzeug-Klasse. Macht immer riesen Spaß, diese beiden bei uns dabei zu haben. Jetzt fahren wir mit der Golf und noch Fahrradstand. So, aber einen wunderschönen BMW, einen 325er. Jetzt fahren wir mit der Golf und noch Fahrradstand. So, aber einen wunderschönen BMW. Einen 325 X, ein Coupé aus der Jahre. Ja, auf Wasserstraße liegt Papa. Ja, da haben wir eine Ente. Ja, da haben wir eine Ente. Und die haben wir als Ziel gesetzt, für diese Ente einen Rennpfiff zu finden. Wir kommen beide aus Friedrichshafen und haben einen Riesenspaß bei uns. Und wir mit ihnen auch. Wir kommen beide aus Friedrichshafen und haben einen Riesenspaß bei uns. Und wir mit ihnen auch. Und er lenkt dieses Auto durch die Kurven, wenn er da dahinter fährt. Und der Bursch hat sich einen Namen, der heißt Daisy. Ja, das ist schön, wenn man einen Bursch hat. 3,2 Liter. Ja, das ist schön, wenn man einen Bursch hat. 3,2 Liter. Ende. Sind wir mit ihm durch das Ötztal. Und das war nicht so einfach immer, weil er einfach wirklich lang war. Ja, meine Damen und Herren, 24 Jahre Ötzer-Klasse, das Ding, was heißt sie? Und den haben wir jetzt da, Andreas, ne? Du hast alles im Auge. Ja, meine Damen und Herren, 24 Jahre Ötzer-Klasse, das Ding, was heißt sie? Und den haben wir jetzt da, Andreas, ne? Du hast alles im Auge. Sehr, sehr. Schau dir bitte diesen wunderbaren Fahrer drauf, die gibt es jetzt. Schau dir bitte diesen wunderbaren Fahrer aus. Wir haben alle Kraft der Felsenbahn und aus der Felsenbahn und der Felsenbahn.
Jede Rallye braucht ein Besenrohr mit uns aus der Besen-KW und der Rollen bringen. Und wenn es geht, auch mehr. In diesem Sinne wünsche ich vielen Dank fürs Zuschauen, für das Verbundete von Urlaub.